Hallo und willkommen wieder zurück zu CoreKeeper. Heute geht's weiter. Schauen. Jo, hallo. Mal schauen, was uns heute so erwartet. Müsste meine Waffe mal Ja. reparieren. Ja, war das Wort, was ich gesucht habe. Oh Gott. Haben wir denn genug Scraps? Ja, du kannst die Scraps hier aus der Kiste nehmen. Was haben wir denn schon? Noch nicht so viel. Ich muss auch meine Pickaxe reparieren. So. Haben wir sogar schon 8 Scrap Parts. Also, war denn das, die hier reinmachen? Dann. Nee, das ist Recycling, wenn du sie reinmachst. Du willst mit dem rechten Reinforce oder mit dem Repair, eins von beiden, eben auf dein Tool klicken. Okay, warte jetzt. So. Passt. Genau, ich packe jetzt mal die Scrap Parts wieder zu die Truhe. So. Okay. Jetzt ist meine Axt auch da. Die war gerade die ganze Zeit nicht da und irgendwie hat echt verwirrt. Okay. Okay, ja, ich habe natürlich mein Trinken genau vor den Timer gestellt, was eine sehr gute Idee ist. Da weiß ich immer genau, wie lange ich aufnehme. Nicht. Wohl durchdacht. Ja, gut, nee, ich hab die Zeit im Auge, alles gut. Okay. Ich habe inzwischen auch ein ganz gutes Gefühl dafür, wann 20 Minuten weg sind. Manchmal auch nicht. Ja, man kennt's. Huch. Ich war kurz 20, oh, waren doch 2 Stunden, noch ein bisschen Genau. später. Das ist eigentlich ein Klassiker. Huch. Ja, man Wann kennt's. wurde es eigentlich dunkel? Ja. Kenne ich zu Ich soll gut. weiter anpflanzen, bevor ich hier weg kann. So. Also ging es mir, als ich meine PS5 neu hatte, als ich die das erste Mal so angezockt hatte. Nee. Habe ich irgendwann nachmittags habe ich die das erste Mal angeschmissen und dann irgendwann habe ich mich die Frage gestellt, wann wurde es eigentlich dunkel? Und ich schaute so auf die Uhr und es war einfach mal so, weiß ich nicht, 3 Uhr morgens. Also so Yes. 9 Stunden später oder so. Yes, muss das. Huch! Ja gut. Mal überlegen, was habe ich denn? Oh Gott, ich esse die Dinger. Die sind doch noch gar nicht gekocht. Shit. Mal Apropos überlegen. kochen, war da noch irgendwas? Ja, ich koche gerade was. Ah, wir haben ja auch noch Eisenbahn. Pack die mal in die Truhe hier mit rein. Nicht Eisen, Quatsch, was laber ich denn? Eisen wäre gut. Copperbar haben wir. Ja, ist okay. Ja. Wir hatten ja die Wurzeln mit angepflanzt. Oder? Ich darf jetzt übrigens meinen Xbox-Controller kabelbetrieben nutzen, ne? Ich hab's halt echt geschafft, den Pluspol abzubrechen von der Batterie. Stimmt, hat das erzählt. Ja. Ja, also was ich aus der Sache gelernt habe, biege niemals an Kontakten rum, die aus Blech sind. Ja. Auf einmal hab ich nur gehört, Knirr, hoch. Oh, da ist mein Pluspol. Scheiße. Nun. Ja, ich habe es versucht mit Sekundenkleber wieder anzukleben, ging mal kurzzeitig wieder mit Batterien und dann hab ich's wieder gehört, pling. Na ja, gut, das war's dann. Hallo, Sekunden. Kabel. Sekundenkleber. Naja. Aber Nö, ich muss sagen, es hat einen großen Vorteil, wenn ich kabelgebunden spiele, weil über Bluetooth hatte ich immer das Problem, das Standard-Bluetooth von meinem Mainboard hat öfter mal den Controller disconnected und wenn der Controller disconnected hatte, CoreKeeper zum Beispiel auf einmal nur noch 3 FPS, bis der Controller neu connected hat. okay. Ja, und das war sehr nervtötend. Also eigentlich bin ich doch ganz froh, jetzt kabelgebunden spielen zu müssen. Okay. Aber Ja, ich wollte ja. ich war halt immer felsenfest der Überzeugung, es liegt am Windows, dass der Controller disconnected, aber ich bin halt nie auf die Idee gekommen, dass das Bluetooth einfach nicht ausreicht. Das Standardding vom Mainboard. Ja, kann, muss aber nicht, ja. Naja, ich habe auch immer wieder ein bisschen Probleme mit den PS5-Controllern an diesem Rechner hier. Ja. Weil aus irgendeinem Grund schmeißt er mir die auch ganz gern bei Isaac raus. Weshalb auch einfach. Vor allem, das ist nicht schon immer so.
Okay, naja, da kriegt man aber auch echt irgendwann einen zu viel, ne, wenn der immer disconnected. Ja, weil das Ding ist, ich wollte eigentlich an meinem Fernseher spielen. Hab auch ein großes Glasfaser HDMI, andersrum. HDMI, Glasfaser HDMI, also so ein Kabel. Ja. Aktives Kabel habe ich verlegt, dass mein Rechner halt auch an den Fernseher, der am anderen Ende des Raums steht. Ja, geht. So 10 Meter HDMI-Kabel. Genau, das ist verlegt, aber es ist halt keine Option, bis da hinten eben USB zu ziehen. Erstmal Nee, zumindest. da geht glaube ich auch ein Haufen von, da geht auch ein Teil verloren, oder? Wenn der Strecke meine ich jetzt. Ja, na, du kannst hier schon aktive USB-Repeater holen. Das gibt's schon auch. Also es gibt schon USB-Kabel für die Länge, aber normalerweise, wenn du ganz normales Kabel nimmst, nicht. Dann hast du ein Problem bei der Distanz. Aber es gibt da schon auch Wege und Mittel, aber eigentlich wollte ich das nicht. Eigentlich wollte ich per Bluetooth. Ja gut. Bei mir war das Witzige, mir hat halt einer meiner Mods hat mir ein Bluetooth-Stick geschickt. Da habe ich ihn bloß angeschrieben, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Dein Stick ist angekommen, er funktioniert. Ist die gute Nachricht, die schlechte ist, der Pluspol ist abgebrochen. Es hat sich eigentlich, den Zweck, für den er eigentlich gedacht war, hat sich halt gerade erledigt. Kann ich nicht mehr ausprobieren. Ja Dann gut. Habe ich halt einen Bluetooth-Stick, was soll's. Vielleicht brauche ich ihn irgendwann mal. mit welchem Controller spielst du jetzt aktuell am PC? Ich spiele mit dem Xbox-Controller, Xbox One. Ja gut, ich nehme immer tatsächlich die PS5-Controller. Ja, da muss aber mal eine Zusatzsoftware mitlaufen. Das nervt mich immer irgendwie. Nicht zwingend, bei den meisten Steam-Spielen ist es unproblematisch. Okay. Ja, der DualSense soll ja auch ganz gut funktionieren. Ja, wie gesagt, aber ich habe auch Connection-Probleme, dementsprechend meistens auch Kabel gebunden. Dann bin ich ja beruhigt, dann liegt es nicht an meiner Unwissenheit oder Doofheit oder sowas. Ja, ich hab den Xbox-Controller damals einfach mal mitgenommen. Der war halt mal im Angebot und Ja, dachte ich mir, why not? Kann man ja mal machen. manchmal denke ich mir schon auch, dass ein Steam-Controller noch ganz cool gewesen wäre, als es die noch gab. Die gab's mal. Was ist denn aus den Dingern überhaupt geworden? Ja, die waren halt so ein bisschen der Vorläufer für die Hardware im Steam Deck, aber die Controller selber kriegst du nicht. So lange. Stimmt, ich kann mich da noch dunkel dran erinnern, als es das gab. Ich warte auch auf mein Steam Deck. Wie lange darfst du noch warten? Ende des Jahres? Naja, bis Oktober wird schon noch sein. Also knapp Ende des Jahres, ja. Oh, mich hat es gerade leicht gerippt. Huch. Hab's gesehen. Da ist denn Pizza? Rest in Pepperonis, ich gehe mal nach oben. Oder Rest in Pieces? Das. Also du kriegst dann restlichen Stuff aus deinem Grabstein raus. Und es gibt auch mehrere Grabsteine. Also das Spiel ist dann super nett. Zum Glück. Es ist schon mal kein Demon's Souls. Ah, das war ein Bretterspiel. Alter Falter. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Es macht halt auf eine sehr makabere Art und Weise Spaß. Ja, ich war überrascht, dass es dir nicht zu sehr auf den Sack gegangen ist, aber na, ist gut. Hat mich auch überrascht. Hast du das mal durchgespielt, Demon's Souls? Durch, glaube ich, noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hänge. Ich bin, glaube ich, bis Quelaag. Die Spinne mit der Kaklava. Also eine Panzerspinne. Ja, Ja, glaube okay. Latria hast du noch nicht komplett durch, oder? Den Turm von Latria. ich. Oh, lass mich überlegen. Okay. Ja, die Panzerspinne war auch sehr lustig. Hat ja mit einem Kumpel Bloodborne durchgespielt. Bloodborne ist auch sehr witzig. Ja, ist schon. Ja, also die meisten sagen ja, Bloodborne ist auf Platz 1 und dann kommt gleich Demon's Souls. Ja,
Müsste Bloodborne mal spielen, also ich kenne das halt auch nur vom Bauen. Also Bloodborne ist geil, aber es wird mal Zeit, dass ein 60 FPS Patch bringen oder schon bleiben. Aber ich glaube auch irgendwie Bloodborne ist fieser als Demon's Souls. Ich meine, bei Demon's Souls hast du halt eben noch den Vorteil, da, du kannst ein paar Bosse cheesen, es gibt halt echt Taktiken. Ich glaube, bei Bloodborne hast du es nicht so. Ja, schon. Demon's Souls hatte halt noch. Obwohl, ich weiß ja nicht, hast du mal DS1 gespielt, also Dark Souls 1? War nicht, ich wollte es mir mal noch zulegen. Das kann ich auch wärmstens empfehlen. Da gab es auch ein paar echt interessante Bosse. Vor allem auch der Aufbau von DS1 ist halt auch richtig cool. Muss ich mir halt mal zulegen, sobald sich das mal ergibt. Ja. Sobald das mal im Angebot ist. Aber ich muss sagen, Demon's Souls, also das war schon nice. Also so frustrierend wie es war auch irgendwie nice. Hatte schon was. Und was mir echt am meisten gefallen hat, war tatsächlich Welt 1, also Boletaria. Das ist die ganze Burg und alles drumherum. Das war halt echt geil. Also von Demon's Souls fand ich die Welt mit den komischen, dieses Gefängnis. Latria. Ja, deine Lieblingswelt oder deine Hasswelt? Ne, die fand ich geil. Also, war nice. Ja, Latria war nicht schlecht. Also mein allerliebstes Gebiet in Demon's Souls ist eigentlich immer noch Shrine of Storms, also die vierte Welt. Die war halt echt cool. Mhm. Allerdings weiß ich nicht, ob du da schon warst. Und die absolute Hasswelt war die fünfte, dieser Sumpf des Leidens. Das ist echt. Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich verstehe, warum alle Leute dieses Gebiet hassen. New crashing point. Achso, siehst du, ich muss. Na dann geh. Du musst. Nee, ich muss hier meine Waffe mal machen. So. Können wir gar nicht, okay. Achso, da brauchen wir ja Eisen zu. Habe ich schon wieder leicht. Kann das sein, dass wir die Grabsteine nicht abgeholt haben, ja. Auf der Welt liegen noch Grabsteine von dir und mir. Haben wir, glaube ich, nicht. Ja, wir haben nicht alle Grabsteine abgeholt. Vor dem Boss liegt auch noch einer von dir. Just saying. Mhm. Ah ja, Sachen rein. Können doch mal Eisen schmelzen. Komme ich immer auf Eisen? Das ist doch Kupfer. Kupfer ist doch Kupfer. Eisen würde ich auch nehmen. Aber dafür brauchen wir erstmal die Eisenwerkbahn. Eisen kriegen wir noch. Kommt. Ja, ich weiß. Die Aluminiumwerkbank müssen wir machen. Jetzt gilt es bloß rauszufinden, in welche Richtung Aluminium geht. Grabsteine sind ja eigentlich auch nur Deko, ne? Kannst du die einfach platzieren? Oh, ja. Ja. Ich meine natürlich 10, nicht? Also 10. Ich place die jetzt hier einfach mal. Genau, das war unsere Materialienkiste. Ja, ich hatte es dann an dem Tag, wo wir gezockt hatten, auch danach noch mit dem Kumpel mal noch eine Runde gezockt. Warkeeper? Ja. Ja, ist auch geil. Und da sind wir ein bisschen weiter als wir hier. Wir haben auch noch keinen Boss gelegt oder so. Ja. Aber zumindest schon mal das Zinnzeug. So, und die ein oder andere Werkbank mehr. So. Ich hab das relativ spät erst rausgefunden, dass das Spiel halt auch einen Koop hat, ne? dass das schon freigeschalten ist, dass man zusammenspielen kann. Mhm. Da dachte ich mir, ja cool. Ja. Frag ich dich doch einfach mal an. Ja, ist nice. Gerne. Stonewall. Wo kommt da unten? Gönn dir hier Rollen. Ach, die Dinger, ja, die sind. Hier mit.
Wie viel heilen So. die? Oh, die sind richtig delicious. Die Siehst heilen du, nicht. ja, siehst du, die heilen und machen dich auch schneller. Ah, die sind super, die Teile. Glaube, du kannst sogar auch schneller abbauen mit den Dingern. Ah, nee, nur Movement. Aber es gibt sicherlich auch welche mit einem Mining. Wir haben auch zweifelsfrei noch nicht alle Pflanzen gefunden. So. Muss mal gucken, haben wir die gängigsten? Heartberry und Root Seed. Es gibt auch noch einen Bomb Pepper Seed. Ja, genau. Die sind in dieser Rolle, die ich dir gegeben habe, in dem Ja. Lab. Normalerweise machen die dir Schaden, aber so nicht. Ah, guck an. Jetzt krieg ich doch eine E-Mail. Die machen das alle kurz vor knapp. Das ist immer schön, wenn man einen Tag Vorbereitung hat. Oder gar keine Vorbereitung. Zurzeit ist auch immer wieder witzig. Ich komme mir irgendwie vor wie die Reiseleitung. Weil Weil es kommt immer irgendwer vorbei. Hat jemanden zu Besuch und schaut sich irgendein bestimmtes Labor an oder so. Und dann kommt man halt immer zu uns auch noch rüber. Ja, da gibt es noch dieses VR-Labor, zeig denen mal was. Genau, und ich dann so, ja, sicher. Und dann halt wieder spontan wie immer den Leuten wieder irgendwas demonstrieren, VR-Brillen zeigen, unsere Anwendungen erklären, was wir machen. also das Aber. ganz gewöhnliche Chaos. Genau, aber halt immer so Vorbereitung, nee, Vorbereitung kennen wir nicht. Das passiert ja alles impromptu. Also hier gibt es nur Stand-up-Comedy, gut vorbereitet ist nicht. Mal kurz schauen. Ist auf jeden Fall interessant, wie wir jetzt gerade zusammen zocken. Ich habe das ja auf meinem Spielstand anders gemacht. Ich habe ja wirklich alles abgebaut, was hier in der Umgebung war. Dies kann man machen, aber es dauert ewig. Dauert wirklich ewig. Ich habe vom Spiel auch noch gar nicht so viel gesehen, deswegen. Vor allem, du hast eigentlich einen relativ großen Drang dazu, möglichst schnell bessere Tools zu kriegen, damit das alles beim Abbau nicht so lange dauert. Ja. Bessere Tools kriegen wir halt, wenn wir das andere Zeugs da finden. Diese, Ja. ja, habe ich schon wieder verdrängt. Du weißt doch, was ich. Genau, Tin. Ja, genau. Ist richtig, aber dafür müssen wir erstmal das andere Biom finden. Das war bei dem anderen Safe relativ weit weg. Was ich krass fand, beim anderen Safe überhaupt kein Problem mit Holz. Hier, Ja, hier haben wir ja ganz schön Struggle gehabt. gab es ja am Anfang überhaupt nichts mit Holz. Das ist ja auch komplett zufallsbasiert, die Welt. Na, guck mal, da haben wir doch wieder das nächste. Gold, was wir noch lange nicht benutzen können. Ja, das habe ich auf meinem Spielstand auch noch nicht hingekriegt, dass ich das benutzen kann, schmelzen kann. Da kommt Wood. Sehr nice. Sollte vielleicht mal meine Waffe auf Slot 2 legen. So wird schon eher ein Schuh draus. Na, was ganz nice ist, ich hatte nachgefragt, weil ich wurde zu so einer Messe eingeladen für 3D-Druck und Scanning. Ja. Und ich hatte auf Arbeit nachgefragt, wie das da aussieht, ob ich an dem Tag frei nehmen kann. Ich bin jetzt geschäftlich da. Nice. Das Super. ist eine schöne Lösung. So muss es sein. So, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ich würde jetzt hier einen Cut machen an der Stelle. Das im Break. Und dann setzen wir mit dem nächsten Part an, würde ich sagen. Genau, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Tschö.